Wie wir ja schon gehört haben, begannen noch in der Vorwendezeit die Bauarbeiten zur Wiederinbetriebnahme des Südringes. Nach dem Mauerfall wurden die Planungen erweitert und die Anbindung ans Ostnetz über Kölnische Heide nach Baumschulenweg realisiert. Am 17. Dezember 1993 rollen die Eröffnungszüge. Über 13 Jahre nach seiner Stilllegung sind nun wieder S-Bahn-Züge auf dem Südring unterwegs. Allerdings die roten der Baureihe 485, eine Neuentwicklung der DDR-Reichsbahn. Wie bei den Vorkriegsbauarten besteht die kleinste Einheit aus einem Trieb- und einem Beiwagen. Mit der neuen Baureihe wurde zum ersten Mal bei der Berliner S-Bahn Leistungselektronik angewandt. Ab 1987 wird die Nullserie ausgeliefert. Einfahrt in den Bahnhof Hallensee. Entwickelt und gebaut wurde die heutige Baureihe 485 bei LEW Hennigsdorf. Insgesamt 166 Viertelzüge sind heute bei der Berliner S-Bahn unterwegs. Jeder Zug hat rund 100 Sitz- und 253 Stehplätze. Der Vollzug der Baureihe 485 ist ca. 145 Meter lang und somit um knapp 3 Meter länger als die Altbaufahrzeuge. Die solide Technik der Baureihe 485 wird diesen Typ noch lange auf den S-Bahn-Gleisen in Berlin verweilen lassen. Aus- und Einfahrt im ehemaligen Bahnhof Schmargendorf, heute Heidelberger Platz. Etwas länger auf ihre S-Bahn warten mussten die Tegeler und Lichterfelder. Am 28. Mai 1995 wird die Strecke feierlich wiedereröffnet. Dezember 1996. Die neue S-Bahn für Berlin und Brandenburg, die Baureihe 481, fährt zum ersten Mal im Fahrgasteinsatz. Ein Firmenkonsortium, bestehend aus der DWA und Attrans, haben die neue S-Bahn entwickelt und gebaut. 500 neue Viertelzüge sollen nun in den nächsten Jahren die Altbauzüge ablösen. Hell und freundlich zeigt sich der Innenraum. Zu den ersten Fahrgästen gehört auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen. Im Führerstand lässt er sich die neue S-Bahn erklären. Den Zug im Fahrgasteinsatz zu erproben. Die neue S-Bahn rollt in den Bahnhof Zoo. Die rote Frontmaske ähnelt eher einer Taucherbrille. Ich hab einen! Ich hab einen! Ich hab einen!
Zwei Jahre später gibt es wieder einen geschmückten Zug. Der Lückenschluss Treptower Park Sonnenallee wird in Betrieb genommen. Der große Abschied. Am 21. Dezember 1997 fährt der Stadtbanner zum letzten Mal im Fahrgasteinsatz. Noch einmal sind 7 Züge auf Strecke gegangen. In den Mittagsstunden treffen sich alle Züge im Bahnhof Ostkreuz. Tausende nehmen von ihrer S-Bahn Abschied. Dann der Höhepunkt. 3 Stadtbahner fahren parallel Richtung Bahnhof Warschauer Straße. 70 Jahre Einsatzgeschichte gehen nun unwiderruflich zu Ende. Krieg und die politische Nachkriegsordnung haben die Legende auf Rädern geprägt. Aber gerade deshalb ist er so alt geworden. Kellerhoch für den ersten Zug nach Pichelsberg heißt es am 16. Januar 1998. Die S-Bahn ist wieder auf dem Weg nach Spandau. Mittlerweile ist die Baureihe 481 zu den Traditionsfarben zurückgekehrt. Am 15. Dezember 1998 wird wieder eine neue, alte Strecke in Betrieb genommen. Die S-Bahn fährt wieder über Tegel hinaus nach Heiligensee und weiter bis nach Hennigsdorf. Ausfahrt für den ersten Zug nach Berlin. Zu guter Letzt wird Ende Dezember 1998 Spandau wieder von der S-Bahn erreicht. Sage und schreibe, 18 lange Jahre mussten die Spandauer auf die Schnellbahn verzichten.